Herzlich willkommen in der Battleground Scene Session und wieder ein Update natürlich Video für How to Play Battlegrounds, aber natürlich in deutscher Sprache, ganz klar, mit Andy Wiki, also mit mir. Und ich habe ein bisschen noch was zum Optimieren hier. Ich habe das nachgesprochen, weil eben mit Handy, kennt jeder, kann man nicht richtig gescheit aufnehmen. Also zumindest mit meinem alten Smartphone geht's nicht. Okay, wir klicken auf Battlegrounds. Ne? Das ist die Session oder Session 10. In Folge schon, also 10 Mal heißt es, ist schon dran. Und dann klicken wir natürlich auf Champion-Auswahl. Und wählen einfach mal paar Champions. Einfach von oben nach unten. Ne? Nehmen wir den und 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 30 sollte man haben. Und wenn man die 30 dann hat, das Aufgeboten von 30, dann kann man dementsprechend die Meisterungen nach oben wählen noch und speichern und schließen. Und dann war es das erstmal. Das ist das A und O, was ihr machen müsst. Und nachdem wir fertig geworden sind mit unserem Aufgebot und 30 von 30 haben, müssen wir nur die Meisterung aktivieren und dann auf Speichern und Schließen-Button klicken. Und jetzt klickst du auf den Jetzt spielen-Button und dann geht halt das auf, das Fenster, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du opferst deine Energie, das sind 15 Energieblitze, oder du bringst Tribut ein, das sind Ahnenzeichen. Im Endeffekt, wie du sie sehen kannst, ne? Kannst du dir dann erwerben. Und mehr Punkte gibt es natürlich mit Ahnenzeichen. Wenn du aber keine mehr hast, weil sie ausgelaufen sind, weil sie alle verbraucht hast, dauern, hast du natürlich weiterhin die Energieblitze und kannst weiter dementsprechend zocken. That's it. So, und jetzt gibt es natürlich einen Ranglistenkampf. Den machen wir mal mit Ahnenzeichen. Und dann sucht er uns einen Gegner. Das kann 10 Sekunden dauern, das kann 20 Sekunden dauern, 30 Sekunden. Da gibt es keine bestimmte Zeit. So, Gegner gefunden. Auf Annehmen klickst du natürlich, ganz klar. Wartest ein bisschen. Auf der rechten Seite ist unser Gegner, Taube 33. Ein sehr schwieriger Gegner. Ich sehe schon, 7 Sterne. Ich habe nicht mal einen 7 Sterne in diesem kleinen Account zumindest. Und dann tust du einfach die Gegner vom Gegner sperren. Wählst du halt die ersten drei stärksten Champions oder halt gewisse Champions wie Penny Parker oder Galan. Musst du entscheiden, ne? Mit welchen Champions du nicht klarkommst oder welche Champions fies sein könnten. Und dann wählt natürlich der Gegner welche. Und da sehen wir dann die Champions, die er gewählt hat, der Gegner. Die sind dann gesperrt für beide Seiten. Genauso die Champions, die du gewählt hast. So, hier geht es weiter dann mit Erstelle deinen Champion. Da wählen wir unsere zwei Champions. Aufgebot nennt sich das im Endeffekt. Und tun die einsacken. Eigentlich heißt es Auswahl speichern oder Aufgebot speichern oder whatever, aber die haben es halt nicht richtig übersetzt. Ist auch egal. Weiter geht's. Der Gegner hat schon gewählt. Wir wählen dann auch. Wir haben eine gewisse Zeit, müssen uns also beeilen. Wir haben maximal 22 Sekunden, also 25 Sekunden. Und da gibt es nicht hin zum Nachdenken. Ne? Mal hast du ein gutes Aufgebot, mal hast du es nicht. Mal kannst du neu mischen klicken. Das ist dieser Button auf der linken, also unten, ne? Unten links. Für alle Blinde werde ich es jetzt nicht markieren. Ne? Also neu mischen, dann hast du ein besseres Aufgebot, kann aber auch ein schlechteres Aufgebot sein. Und von daher ist mit Vorsicht zu genießen. Wirklich nur, wenn du schlechte Champions hast, dann den Button nutzen. So, ein Gegner wählt. Und wir sehen hier aufgeboten, haben wir von 6 auf 7. Wir sehen auch unsere Klassen, wie viele Klassen wir haben. Und jetzt wählen wir unseren letzten Champion und dann war es das im Endeffekt. Ja. Okay. Ich habe es mal gemischt, damit du das siehst, wie das funktioniert. Ne? Jetzt habe ich natürlich Halkling bekommen. Das ist natürlich besser, weil gerade Penny Parker als Gegnerin, die wollen wir doch mit Halkling lieber erledigen. So, dann wählt der Gegner natürlich seinen Verteidiger, gegen den wir dann kämpfen müssen. Oh, der Gegner überlegt ziemlich lange. Penny Parker, so, war ja klar. Dann wählen wir natürlich.
Wir wählen natürlich was ganz Fieses, und zwar wählen wir Kitty Bright. Kitty Bright ist sehr gefährlich, auch ohne Duplikat. Kannst mir glauben, die wird oft unterschätzt. Und das im positiven Sinne, dieses Lächeln, wo die Hater immer sagen, stirb, du scheiß Judenschwein, was nicht. Also ich sage auch als Junge nichts mehr dazu. Ne? So ein ironischer, sarkastischer Witz musste mal für die Hater mit rein. So, dann Halkling nehmen wir mal rein und kämpfen dann mit gegen Penny Parker. Ich bin bereit, kannst du klicken natürlich. Wenn du ich bin bereit klickst, dann lädt sich das Ganze und dann fängt der Kampf schon mal an. Und das war's auch von mir. Jetzt machen wir den Kampf mal einen Schnelllauf. Die beiden Kämpfe sind jetzt im Schnelldurchlauf durch. Jetzt ist das Ergebnis natürlich, juhu, wir haben gewonnen. Das war gar nicht so einfach. Und ja, dann werden wir mal weitergeleitet und mal schauen, was passiert. So, Buh, Battleground, so, ne, Sieg. Dann bekommen wir Belohnungen. Also Sonderausgabeziele haben wir erreicht, neues Ziel von den, ne, kampfbereit, juhu, ein bisschen noch Bonus erhalten, ne? Also das erhält man halt richtig. Ist eine coole Sache. Unten holen wir uns unser beim Einzel-Event, Schlacht-Einzel-Event, unseren kleinen bisschen so Splitter, 6-Sterne-Splitter ab. Ne, 500, und da, wenn man nach unten scrollt, da kommt schon was Schönes zusammen. Also da sollte man wirklich. Ne? AK ist nicht mehr interessant. Bei den fucking geilen Belohnungen, wie man hier sehen kann, ist scheiß AK in die Tonne, Mann. Es geht an die Hater eigentlich, ne? Die alle anderen, die überzeugt sind, wie ich, von Battlegrounds, auch wenn Battlegrounds noch weitaus viel verbessert werden muss, trotzdem, ne? Die wissen, was ich meine. Außer die Hater. So, machen wir mal weiter. Einen weiteren Kampf habe ich noch gemacht extra, damit wir alle sehen können, welche geilen Trophäentocken wir bekommen und warum einfach Battlegrounds Hammer ist. Ne? Also, boom, die letzte Medaille für Bronze 1 geholt, ne? Von Bronze 2 auf Bronze 1 aufgestiegen, boom, dann natürlich auch diese Ahnenzeichen bekommen und boom, nochmal Trophäen. Also, da geht richtiges ab. Ich sammle sowieso mit Ahnenzeichen, weil die Ahnenzeichen, die gibt es nicht so genügend. So, dann hole ich mir wieder mal ein bisschen Splitter, also 6-Sterne-Splitter, aber geht richtig schön ab. Und schauen wir mal,
Was habe ich Jungs vergessen? Ich glaube, ja, genau, die Tournee, ich glaube. Nee, ich habe vergessen, total diese blöden Scheiß-Trophäen, da ist es ja einzufordern. Ja. Wow, jetzt haben wir es komplett. Jetzt können wir richtig schön einkaufen im Schlachtfelder-Shop. Das machen wir doch mal. Na, wo ist denn der Scheiß? Oh, ich hasse es, diese Registerkarte wird auch demnächst abgedatet, dass es ein bisschen übersichtlicher ist, weil es mittlerweile unübersichtlich ist. So, also wo haben wir das nochmal? Da ist es ja, Schlachtfelder-Shop. So, na, dann gehen wir richtig schön nach unten. Da seht ihr richtig fette, geile, wirklich Belohnungen, die wir uns jetzt schon holen können, nicht ewig warten müssen. Wir können 6-Sterne-Splitter holen. Klar, da müsste man ein bisschen noch mehr kämpfen, um uns 3 6-Sterne-Kristalle zu holen, aber trotzdem, ich meine, hammergeil. Ne, dann haben wir natürlich noch Alpha-Entwickler, Fragmentstufe 2, Stufe 5, Bass-Entwickler. Dann haben wir auch natürlich Klassenentwickler, Stufe 5%. Ganz klar, man ist halt nur hier Thronbrecher und umso höher du bist, umso mehr kriegst du, aber das ist sehr fair gemacht. Ja. Und da man sieht auch, okay, ich habe hier gerade mal 0 vom Basisentwickler. Ja, und da müssen wir einfach nochmal uns wieder mal ein bisschen einkaufen. Und deswegen habe ich auch immer viel Ruhmpunkte, weil Ruhmpunkte verwende ich sehr selten, ne? Außer für Heilserien und Wiederbeleber und alles andere macht man über Schlachtfelder. Oh, so, jetzt nehmen wir ein bisschen mal so richtig schön. So, ich glaube, so 3. Ja, nehmen wir mal und gucken wir uns mal so 3 Basisentwickler. Ja, weil 4 Stück sind im Endeffekt ein Basisentwickler Stufe 5. Komm, holen wir uns nämlich 2. Jawohl. Gehen wir mal in unserem Inventar, ne? Boom! Ja? Das mit AK geht ja nicht. Ah, sagen die anderen wieder die Hater. Doch. Mit Gold 1 und natürlich Platin. Ja, du Arsch. Und die Hater da draußen, die Arschlöcher, ja, ihr müsst aber einen Monat dafür kämpfen. Und da ist es gerade mal paar, sagen wir mal, insgesamt war der Kampf unverkürzt. Wenn ich jetzt drin gelassen hätte, hätte er 15 Minuten gedauert, aber es war mir wieder zu lang. Ich mache kurze Videos mittlerweile. Und da ist nichts, ne, wenn man sieht, was für scheiß Gold 2 Belohnung wir erhalten und sogar Gold 1 Belohnung, das ist nothing. Nicht nochmal Gold 1 tut 4 Entwickler raushauen. Ne? Also, Leute, ganz ehrlich, wir konzentrieren uns längst nicht mehr auf AK. Machen zwar AK, okay, machen wir, aber nur mit einer KI mittlerweile. Wenn wir Bock haben, vielleicht mit 2 KIs, aber lohnt sich halt nicht. Ja. So, das war's auch schon. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos. Falls ich was vergessen haben sollte, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare reinschreiben. Nicht vergessen, abonnieren, liken, weiterempfehlen, Facebook verteilen und in der Community, auch wo ich gehasst werde, weiterempfehlen. Es ist mir scheißegal. Hauptsache, die Leute, die nicht Hater sind, die haben einen Nutzen und können sich das anschauen und dann ein bisschen sagen, ey, coole Einführung, cool gemacht, danke dir, Andi, Wiki, that's it. So Leute, ich hau ab, bis zum nächsten Mal.